Willkommen zu einer neuen Folge bei Chunksys Corner. Heute geht es wieder um den Sinclair ZX Spectrum. In dieser speziellen Folge um den ZX Spectrum Plus 3. Ich habe hier das Multiphase 3, das speziell für diesen Rechner entwickelt wurde. Das ist jetzt praktisch das dritte aus der Reihe. Wir hatten schon, ich hatte schon mal vorgestellt, Multiphase 1. Das ist für die 48K Spectrum. Und das Multiphase 128 geht auch für den 48K, für den 128K Toast Track und für den Crown Plus 2. Das hier ist das Multiphase 3 und das funktioniert eben mit dem ZX Spectrum Plus 3 und mit den anderen beiden Varianten, mit dem Plus 2A und mit dem Plus 2B, bei denen halt ohne die Funktion mit dem Diskettenlaufwerk. Das Multiphase 3 kam 1987 auf den Markt, von, wie die anderen auch, von Romantic Robot und hat eben diese späten Amstrad-Modelle unterstützt. Unterschiedliche Versionen gab es nicht viele, eventuell hat sich das rum unterschieden. Größerer Unterschied war, es gibt Versionen mit durchgeschliffenen Erweiterungsport oder wie hier eben ohne durchgeschliffenen Erweiterungsport. Wie immer gibt es einen roten Knopf und der ist dann der Magic Button für das Menü. Was hat das Ding gekostet? Es gab unterschiedliche Preise natürlich. Das mit durchgeschliffenem Bus, also hinten der Erweiterungsstecker, das kostete damals 45 Pfund. Diese Version kostete 40 Pfund, wobei dann später die Preise auf 39, also 40 Pfund und 35 Pfund gesenkt wurden. Und ganz am Ende der Lebenszeit gab es das Multiphase 3 für 30 Pfund damals. Die Hauptfunktion wissen wir, Disketten, den Programminhalt oder den Speicherinhalt des Spektrum auf Disketten sichern. Wie das funktioniert, sehen wir uns gleich an. Ich habe hier meinen Spektrum Plus 3 und jetzt schließen wir das Ding einfach mal an. Wer meinen Spectrum schon kennt, der weiß, dass der hier, schauen wir mal, ob wir hinkommen, dass das ein Plus 3i ist. Wir haben hier das ID-Interface und ich kann dazu sagen, dass das einwandfrei mit dem IDE-Interface funktioniert. Also wir werden jetzt praktisch mal was laden und schalten wir mal alles ein. Wir werden jetzt etwas laden vom Plus 3i, vom Compact Flash Interface und das Ganze dann speichern. Genau. Und zwar schaut es wie folgt aus. Schauen wir mal, dass wir auf dem Bildschirm was sehen. So schaut es einigermaßen aus. Wir laden jetzt halt einfach mal das Menü von meinem Plus 3i, den Datei Explorer. Den sehen wir hier. Dann wählen wir mal ein Programm aus. Da haben wir hier zum Beispiel, nehmen wir mal was aus B. Und dann schauen wir noch mal, was nehmen wir denn? Ja, Bombcheck geht immer. Laden wir mal Bombcheck. Gut, Bombcheck ist geladen und jetzt drücken wir mal den berühmten Knopf. Und wir sehen hier das, schauen wir mal, dass wir es ganz drauf bringen, das Menü vom Multiphase. Wir haben hier mal Return. Da muss man noch vorausschicken, das Multiphase 3 kann man verbergen, sodass es von anderen Interfaces nicht bemerkt wird. Standardmäßig ist es praktisch unsichtbar gemacht, sodass es nicht bemerkt wird. Und mit Return kann man das praktisch aktivieren oder einschalten.
Mit Return kommt man jetzt auch wieder zurück zum Spiel. Genau. Dann drücken wir nochmal. Jetzt haben wir hier das gesperrt. Müssen wir erst wieder schauen, dass wir es wieder aktivieren. Jetzt haben wir es auf Print geschaltet. Jetzt laden wir lieber noch mal was, dass wir wieder ins richtige Menü zurückkommen. Machen wir nochmal den Loader. Wählen wir nochmal was aus und dann schauen wir uns das Menü nochmal komplett an. So, jetzt drücken wir nochmal den roten Knopf. Genau, also wir haben hier das Menü, wir haben hier Return, wir haben Save für Speichern, ist klar. Tool ist für das Multitool, das Multiface. Wir haben hier Print für Drucken, DOS für das Diskettensystem, Alter und Clear. Was bedeuten, was kann man jetzt hier alles machen? Save ist klar, man kann hier speichern und zwar auf, ganz normal auf Kassette und auf Kassette und auf Diskette. Man sieht hier schon 7 Zeichen, das ist die Beschränkung. 7 Zeichen, man sollte keine Sonderzeichen verwenden. Man sollte, es sollte nicht länger wie 7 Zeichen sein. Dann gibt es noch Beschränkungen. Und zwar, was haben wir noch? Ja, keine Sonderzeichen. Keine Leerzeichen, keine Dateiendung, also nichts mit Punkt hinten dran. Genau. Und wir speichern jetzt das mal einfach ab und sagen wir mal, das ist Bombcheck. Und ich habe hier eine Diskette drin. Und dann machen wir mal Enter. Und hier kann man jetzt noch aussuchen, ob man den Bildschirm oder das Programm speichern will, und hier ist die Compression ist on, und ja, wir speichern jetzt halt einfach mal auf Disk mit D. Genau, so hat sich der Bildschirm hier verabschiedet und hier sieht man das Diskettenlaufwerk jetzt blinken. Jetzt wird praktisch der Speicherinhalt auf die Diskette geschrieben. Das wird natürlich einen Moment. So, das Speichern ist vorbei und hier sind wir wieder im Menü. Genau, Return. Dann sind wir draußen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das auf der Diskette ausschaut. Dann gehen wir mal ins Plus 3 Basic. Da ich ja einen Plus 3i habe, muss man jetzt erstmal das Diskettenlaufwerk als Standardlaufwerk festsetzen. Das wäre dann Load Anführungszeichen A Doppelpunkt Anführungszeichen. Dann haben wir unten ein OK stehen und dann schauen wir mal, was auf der Diskette drauf ist. Mit einem einfachen Cut. Genau, und wir sehen hier, haben wir die zwei Dateien, die für Bombcheck sind.
mit 1K und mit 47K. Das erste mit 1K ist praktisch der Loader. Genau, und dann machen wir mal ein Load. Das ist Load Bomb J. Genau. Und jetzt haben wir einen blauen Bildschirm, das ist eben vom Multiface, und jetzt steht hier eben Try Not On. Das ist eben, weil das Multiface 3 von Haus aus eben unsichtbar gemacht ist. Wir müssen jetzt praktisch einmal den Knopf drücken, den roten. Dann machen wir einen Return und dann lädt er weiter. Das ist das ganz normale Verhalten. Und jetzt lädt er praktisch hier von Diskette das Bombcheck. Ja, was kann man mit den anderen Menüpunkten noch machen? Mit dem Multi-Toolkit kann man im Speicher rumpfuschen, kann man Pokes eingeben, also zum Beispiel unendliche Leben. Mit Print, haben wir gesagt, kann man den Bildschirminhalt ausdrucken. Und das auf jedem Epson-kompatiblen Drucker. Und was haben wir noch im Menü gehabt? Was noch interessant war, ja, man hat halt Zugriff auf das DOS mit der DOS-Option und kann von dort genau, kann jetzt praktisch Print sagen, Tool wieder aufrufen oder wieder mit Return zurück. Genau, das war das Wichtigste zum Multiface 3 und zum Spectrum Plus 3 in dem Fall. Ja, ich hoffe, es hat wieder mal kurz Spaß gemacht und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Junksys Corner.